Zählt auch Bücher rauchen, das okay. Aber nicht verbrennen. Also so richtig verbrennen auf einem Haufen. Na, das geht nicht. Die brennen zu gut, um sie zu essen. Nein! Wir Adolfen hier nicht herum. Es gibt keine Bücherverbrennungen. Irgendwie die Bremsen. Ich sag's euch, wie es ist. Die Bremsen. So, einlagern. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu langsam. Ich bin so langsam. Ein orange angemalter Typ hat mich letztens Sleepy Bombi genannt. Das war noch eine Mod. Ah, natürlich habe ich was vergessen. Ah, den Kaffee. Den saufe ich jetzt mal eben. So. Und das kommt hier rein. Und dann passt das. Oh, da haben wir auch noch was. So, wir wollen zum Abwurf jetzt. Wenn wir dann noch Zeit haben für die Zombie-Quest, dann machen wir die natürlich, aber jetzt holen wir uns erstmal den Abwurf. Oh oh. Oh oh. Ja. Wir haben noch eine Minute. Das ist gut. Was Schlechtes. Da kommen Horden. Hoden. Wir kriegen einen Boss. Ah. Ich sollte sehr schnell aus der aus dem Städtelein hier raus. Sonst könnte es sein. Okay. Der Kampf findet hier statt. Na gut, kommt her. Ich bin so bereit, Leute. Komm her. Komm her. Oh Scheiße, Kleiste, die laufen ja auch noch. Das ist ja alles. Das ist zufällig hart. Euer verdammter Ernst, das ist zufällig hart. Da ist alles hart. Da ist nichts mit zufällig. Die kriege ich ja nie down. Okay. Oh, Kacke. Die glitschen auch noch. Die Säcke. Okay, okay. Alles ist fein. Wir müssen nur treffen. Ich hab mir was, ich hab mir irgendwas kaputt gemacht. Das ist okay. Ich treffe aber halt auch gar nichts, ne? Warum ist da gerade ein Baum umgefallen? Komm her.
Die mähen Bäume um. Was ist mit denen los? Au, ah. Scheiße, ich bin fast tot. Ich muss weg, ich muss weg. Ah, wo bin ich überhaupt? Mein Fahrrad. Kacke. Ich bin so tot. Ich habe nichts dabei, um mich zu heilen. Ganz schlecht. Okay. Da hast du nur das Knie kaputt gemacht für eine Stadtwache. Ja. Die Porten hinterher, weil zu weit weg. Nein, nein, nein. Das würden die niemals tun, oder? Wir holen das Fahrrad später. Ich brauche Heilung. Guck mal, wie sie laufen. Okay, manche Porten. Ja, ein bisschen. Ein bisschen Porten ist okay. Nein, dem feinen Herrn. Dem feinen Herrn ist es nicht egal, sein Fahrrad. Ich vermisse Fahrrad. Mein schönes Fahrrad. Okay. So, wir tragen den Kampf sozusagen nach Hause. Ist er jetzt tot? Er hat seinen Lebensbalken verloren, der Mann. Okay, wir müssen hier rein. Schnell. Hopp, 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 hopp. Los, benutzen. Ah. So. Und jetzt prügeln wir uns. Freundchen, jetzt. Warum? Was ist denn jetzt mit meiner Sicht los? Oh. Die Verteidigung steht, wie man sieht. Oh, die hüpfen da wunderbar rein. Kacke, ich bin so tot. 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 Au, verpissel dich. Au, ah. Au. Au. Ah, ich habe Bier gesoffen. Aber da war doch, früher war das doch auch nicht so. Aber jetzt sind die weg, ne? Das ist das Gute. So, also. Was lernen wir daraus? Die Basis hat definitiv sehr gut standgehalten. Das hat richtig gut geklappt, finde ich. Das war erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben auch daraus gelernt, dass Bier auf jeden Fall hervorragend ist. Ja, Bier ist, also wirklich top, top. Bier ist mega. Was haben wir auch gelernt? Das Fahrrad ist eine treulose Tomate. Das Fahrrad ist uns nicht hinterher gespawnt. Ich mag das Fahrrad nicht. Nicht mehr. Es wird Zeit für ein Motorrad. Ja, gerne, gerne, gerne. Die Punkte habe ich euch sehr gerne gegeben. Die habt ihr euch redlich verdient.
Gönnt euch was. Nicht alles auf einmal ausgeben. Zeit für einen Panzer, genau. Warum ist da eine Kartoffel drin? So, das lief gut, finde ich. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass die Mauer, die ja schon vorhanden ist, dass die absolut für einen Anus ist. Das heißt, wir müssen die komplette Basis neu umzäunen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir werden die komplette Basis umzäunen müssen. Was nicht schlimm ist. Zumal das ja eh nur die erste Horde-Nacht ist. Ne? Das wird nicht so wild werden, denke ich. Sagte er. Genau deshalb haben wir hart gewählt, um dir zu zeigen, dass die Mauer nicht reicht. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Und das finde ich super von euch. Ihr seid einfach, ihr seid wirklich, ihr seid die Besten. Ihr habt mich vor einem schrecklichen Tod in der Horde-Nacht bewahrt. Krass, dass das Ding immer noch raucht. Nach einem Tag. Eben. Eben, nicht, dass da was schief geht, das wollen wir nicht. So, das nehmen wir mal mit. Reinschauen können wir dann später. Jetzt fahren wir heim. Und die Quest machen wir dann einfach an Tag 6 noch. Und dann widmen wir uns dem fröhlichen Bauen jetzt und so. Und in der Stunde unseres Todes. Hat eigentlich nur ein Leuchtpfeil gefehlt, aber die Zombies die Treppe doch einfach hin. Na, die Treppe war gut. Die Treppe hat schon gepasst. Die Treppe darf da sein, wenn die Zombies nicht reinkommen. Solange die Zombies nicht in die Basis kommen, darf die Treppe da sein. Und genau da lag das Problem. Die sind reingekommen. Mit nur einem Schlag oder so. Ups. Da. Okay, der Rucksack war sehr underwhelming. Dafür war der Müllhaufen umso geiler. Aber wie gesagt, wir kriegen das hin. Ja, wir bauen aus. Oder auf erstmal. Das ist so ziemlich dasselbe. Na, die Bosse sind am Anfang immer ein bisschen schwer. Das ist einfach so. Oh. Oh, Klamauk. Jetzt könnt ihr Klamauk haben. Dann haben wir wieder lustige Geräusche. Selbst beim Abbauen. Wenn du in der Horde-Nacht die Tür offen lässt, reißen sie dir nicht die Mauer ein, zumindest nicht so viel wie bei geschlossener Tür. Ja, das glaube ich. Das ist ein hervorragender Tipp. Dann kommen sie einfach bei der Tür rein. Und wir können dann hier einen auf Helms Klamm machen und so. So, also, Klamauk, Leute. Ist ja gut. Das ist so schön. Quietsch, quietsch.
Quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Arg, jahrelange Arg-PvP-Erfahrung mit offener Tür steht die Baselayer. Glaube ich, glaube ich. Die nehmen sich dann einfach, was sie wollen, ne, die Leute, und dann... Oh, jawoll! Bam! Let's do this! Bam! Riesenkackbaum! Bam! Mini-Kackbaum! Bam! 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 Stirb, Wald! Stirb! Aber was, der hat überlebt? Dann machen wir das halt so. So. Das war sehr schön. So schön. Warte, wir müssen gleich mal die Waffe abfeuern. Da hinten läuft einer rum. Hey. Oh, come on. Ach, toll. Piu. Piu. Aber beim Messer gibt's keinen Sound. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Ich hätte gerne das Soundpack von Klamauk für alle Spiele. Oh ja. Oh, wir sollten heimgehen. Vor allem, weil ja auch ein Teil unserer Basis noch offen ist. Von gerade eben, ne? So. Okay. Ja, gut. Robotikkammer. So, da ist noch offen. Ich mach mal ein paar. So. Die Frage ist, wie viel halten denn die lustigen Autos aus? Oh. Ja, Sprengstoff ist auch geil. So. Also, das hier haben wir gelernt, ist für ein A. Muss man einfach mal so sagen. Das heißt, wir bauen die Dinger ab. Auf kurz oder lang. Oh, nice. Eine Zweier-Wrench. Ah, geil. Das heißt, auf kurz oder lang bauen wir den ganzen Mist hier ab. Wobei der Container könnte ein bisschen mehr aushalten, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Komm gar nicht mehr hinterher. Oh, das ist sehr geil. Müsste ja den ganzen Mist auch noch aufwerten dann, ne? Na, ah, schade. Es hat sich ausgequietscht. So, hier haben wir noch was. Und Bichan hat hier die Mods direkt auf unseren schönen, ne? gedroppt. Werkzeug, jawohl.
Das ist echt ätzend, dass wir da jetzt alles einzeln wegzwiebeln müssen. Ich wollte den Garten pimpen. Ach so. Oh, komm schon. Wirklich. Augen auf beim Baseklau. Ja, ich dachte nicht, dass das so ätzend wird. Aber gut, es macht nichts. Wenn ich mir selbst was gebaut hätte, dann wäre es ätzender, glaube ich. Weil da müssten wir viel, viel mehr farmen. Und so machen wir das ganz gechillt mal vor der Hudennacht. Und wir haben hier ein bisschen Licht. Das finde ich auch klasse. So. Also. Da passt das. Die halten was aus. Jetzt haben wir zwar einmal dagegen gehauen, aber das macht nichts. So. Die Autos lassen wir. Ah, Springpfeile, die finde ich sexy. So. Gut. Oh ja, Boost-Nahkampf. Das ist sehr nice. Das hilft uns gerade tatsächlich. So. Jetzt laufen wir mal kurz, schauen wir mal kurz, so schnell es geht, dass wir alles mit dem Buff hier weggekloppt bekommen. Ah. Ah, schade, ist schon wieder vorbei, ne? Naja. Aber ein bisschen was haben wir weggekloppt bekommen. Das war sehr gut. So, wir brauchen noch mehr Baublöcke. Kann ich eigentlich schon einen Hammer bauen? Den da hätte ich gerne. Ne, schade. Manchmal kann ich nett sein. Wir holen uns noch schnell die Kiste hier. Oh, 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 ey, oh. Und eine Zigarre. Geil. Weiß noch gar nicht, was zieht man davon jetzt an? Das Vollstrecker-Outfit. Ja, ich glaube, bleiben wir beim Vollstrecker-Outfit.